Grüß euch zum neuen Video. Heute habe ich mal was ganz Interessantes für euch. Ist natürlich hauptsächlich für Gartenbesitzer gedacht. Ich habe hier eine Wasserstreittierabwehr mit Bewegungssensor von Parkside. Das Ganze nennt sich PWT 11A1. Und wenn dich das Thema interessiert, wie das Ganze funktioniert, musst du jetzt dranbleiben. Ja, wer einen Garten hat, der hat vielleicht auch die Probleme, dass dort irgendwelche Tiere hineinkommen, die dort nicht so sein sollen. Ich rede zum einen jetzt vielleicht von der Nachbarskatze, von Hasen oder Fischreihern. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn ihr einen Teich habt und eure Zierfische dann vielleicht rausgeklaut werden. Wenn ein Hase sich irgendwo einbuddelt, ist das auch nicht so ganz toll. Ich denke mal, Hunde oder Katzen, das ist jetzt nicht ganz so wild, außer wenn die natürlich ihr Geschäft auf eurem Rasen dann verrichten und ihr das nicht mögt. Dafür gibt es dann jetzt eine. Naja, ich möchte sagen, eine recht tierfreundliche Abwehr oder ein Abwehrsystem sogar setzt natürlich voraus, dass ihr im Garten dann auch einen Wasseranschluss habt, den ihr nicht wirklich benötigt, sondern den ihr dann ständig für dieses Gerät hier auch frei habt. Ihr könnt das natürlich auch, wenn ihr das nicht braucht, wieder abstöpseln. Wir haben bei dem Gerät hier 3 Jahre Garantie. Das Ganze funktioniert mit Batterien, nämlich 4 Stück. Wiegen tut das Ganze etwa 600 Gramm. Also das schafft ihr noch, das Ganze aufzustellen. Und wir haben damit die Möglichkeit, Tiere, wie gesagt, abzuwehren. Das ist einfach hier so ein Erdspieß, dann ist hier ein Bewegungsmelder dran und oben ist so eine Art Rasensprenger mit dran. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. Wir probieren das natürlich auch gleich nochmal aus und ich packe den auch erstmal aus. Und wenn ein Tier in den Erfassungsbereich dieses Sensors kommt, dann löst er einen Wasserstrahl aus. Das Interessante dabei ist, dass wir hier pro Auslösung einen Wasserverbrauch von 350 bis 500 Milliliter nur haben. Das heißt, der sprüht dann jetzt nicht eine halbe Stunde da Gallonen von Wasser raus, sondern das ist wirklich sehr, sehr wenig. Das sollte auch hinreichen. Die Streubreite des Gerätes beträgt dabei 360 Grad. Das heißt, der sprüht dann ringsrum einmal. Wir können die Reichweite einstellen. Bei 4 Bar Wasserleitungsdruck können wir bis zu 11 Meter generieren. Das ist schon eine wirkliche Hausnummer. Das heißt, wenn euer unliebsamer Freund in euren Garten kommt und das Teil hier irgendwie so platziert ist, dass das euren Gartenteich zum Beispiel abdeckt, dann könnt ihr das damit genau justieren. Wir haben einen Erfassungswinkel von etwa 150 Grad, das heißt ungefähr, naja, fast ein Halbkreis. Halbkreis wäre 180 Grad, 150 Grad ist ein bisschen drunter, aber das ist schon ein recht großer Erfassungswinkel. Wenn ihr 2 von den Geräten aufstellt, könnt ihr fast einen ganzen Kreis generieren und dann könnt ihr Tiere verscheuchen, die sich von allen Seiten nähren. Spritzwassergeschützt ist das Ganze natürlich auch IPX4 und von den Maßen kann man sagen 23 x 12 x 11 cm ist das Ganze groß. Kosten tut das Ganze 20 Euro. Ich werde euch das Produkt natürlich unten in der Videobeschreibung auch verlinken. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis abrufen. Wofür das da ist, hatte ich euch schon gesagt, schützt den Gartenteich, den Garten generell, Gemüsebeete und das Ganze vor Wildtieren oder eben vor Nachbartieren, die dann mitunter nichts in eurem Garten verloren haben. Ich pack's mal aus und wir gucken es uns etwas genauer an. So, mit dabei ist auf jeden Fall erstmal eine fette Bedienungsanleitung, die ist natürlich mehrsprachig gehalten. Wenn ihr da im Vorab schon mal reinschauen wollt, einfach hier diesen QR-Code jetzt kurz abscannen oder Lidl-Service.com aufrufen und dort könnt ihr euch dann diese Bedienungsanleitung vorher schon mal herunterladen. Das ist mitunter ganz hilfreich, wenn man vorher schon mal reingucken kann, was das Gerät dann tatsächlich alles so leistet. Das Gerät wird von der Companas Handels GmbH hier in den Verkehr gebracht und das sind dann auch eure Ansprechpartner, wenn es um Garantie geht. Jetzt schaut mal, das habe ich mir jetzt von der Verpackung her etwas kleiner vorgestellt. Das ist der Bewegungssensor und der regelt dann natürlich hier auch den Durchfluss. Hier unten ist sogar noch ein kleines Sieb dran, dass das innen nicht irgendwie dann verstopft, wenn ihr da irgendwie Dreckwasser durchpumpen wollt oder sowas. Dann wird das damit natürlich etwas abgeflacht. Ich werde das erstmal kurz durchmessen, wie groß das Ganze jetzt ist, hier alleine von dieser Einheit her. Wir haben jetzt von der Einheit etwa 22 cm mal 11 cm und von der Tiefe her sind wir bei 12, 12,5 cm. Dann könnt ihr euch das vielleicht sogar noch besser vorstellen anhand dieser Maße, wie groß das Ganze ist. Hier hinten haben wir dann noch so einen kleinen Einstellknopf. Da sind dann sogar noch so eine kleinen Zahlen mit drin und danach können wir dann sicherlich hier unsere Reichweite einstellen.
Gucken wir mal weiter rein, was mit drin ist. Einmal hier dieser Sprengeraufsatz, also ein ganz normaler Rasensprenger. Was mir hier nicht so gefällt, dass das Ganze hier wirklich alles aus Plastik ist. Man kann dann vermuten, wenn das natürlich jetzt ein, zwei Jahre im Garten steht, dass das Ganze dann vielleicht spröde wird, weil wenn da die Sonne drauf scheint, dann wird Plastik in der Regel dann recht mürbe. Und ich glaube auch nicht, dass ihr das im Winter großartig dann abbaut und irgendwo in den Keller legt. Muss man dann sehen, wie das Ganze hält. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze noch so einzustellen. Ihr seht das, das ist wie beim Rasensprenger auch. Wenn ihr so einen Rundsprenger oder so einen Rundregner, heißt es ja vielmehr, dann habt, dann, wenn der hier anstößt an die Klammer, dann geht der in die andere Richtung. Und genauso ist das hier dann natürlich auch. Dann dreht er um und geht dann wieder zurück in die andere Richtung. Man kann das Ganze dann natürlich auch noch so einstellen, dass der dann früher wieder in die andere Richtung geht. Dann beschreitet er hier vielleicht nur einen Halbkreis oder vielleicht nur einen Winkel von, sag ich mal, 10 Grad oder 20 Grad, je nachdem, was ihr dann braucht. Dann haben wir hier noch den Erdspieß, auch der hier ist aus Plastik. Und wir haben hier dann die Möglichkeit, hier einen Gartenschlauch anzuschließen. Das Ganze funktioniert hier mit einem normalen Gardena-Adapter, möchte ich jetzt fast mal sagen. Ich glaube, da ist gar kein Patent mehr drauf, sondern das haben jetzt irgendwie alle. Und alle sind mit diesem System dann in der Regel kompatibel. Und an dieser Stelle können wir nochmal einen anderen Adapter dann aufsetzen. Nochmal genau das gleiche Stück. Und dann können wir hier sogar noch einen Abzweig schaffen. Das heißt, wenn ihr dann eure Gartenbewässerung dann daran noch anschließen wollt, dann könnt ihr das natürlich dann auch so tun. Dann haben wir hier nochmal so ein Kupplungsstück und vier Batterien in Größe AA sind auch gleich mit dabei. Ich würde sagen, ich baue das jetzt mal zusammen und dann schauen wir es uns nochmal an. Ja, der Zusammenbau ist in wenigen Sekunden erledigt. Wir haben hier nur den Erdspieß in zwei Teilen. Den stecken wir dann hier mit drauf oder schrauben den vielmehr drauf. Das obere Adapterstück kommt dann hier drauf und da drauf wird der Regner dann montiert und schon ist das Ganze hier einsatzfähig. Wir müssen dann noch die Batterien einlegen und die werden hier eingelegt, indem wir das hier einmal öffnen. Dann haben wir noch eine zweite Klappe drunter. Das dient natürlich hier, ihr seht, da ist eine Dichtung mit dran sogar. Das dient natürlich dem Wasserschutz oder vielmehr wirkt es in dem Eindringen von Feuchtigkeit entgegen. Wasserschutz ist natürlich nicht ganz so toll ausgedrückt. Jetzt packen wir hier mal die Batterien rein. So, dann machen wir das Ganze hier einmal zu. Und ihr seht, jetzt leuchtet das Ganze hier und er erfasst mich jetzt natürlich, wenn ich mich jetzt hier davor bewege. Ich glaube, das hat man gesehen. Jetzt geht er gleich aus. Passt mal auf. So, wenn ich mich jetzt hier dann davor nochmal bewege. Geht er wieder an, sieht man jetzt vielleicht ein bisschen schlecht. Ich mache gleich mal das Licht aus, ich mache nur mal den Batteriedeckel drauf. So, jetzt sieht man es besser. Jetzt erfasst er mich. Wenn ich mich jetzt erstmal nicht bewege, dann schaltet er aus. Und ihr habt auch gehört, da wird ein Ventil geöffnet. Jetzt bewege ich mich und er erfasst mich wieder. Und das Ventil, was ihr knacken gehört habt, das gibt jetzt den Wasserfluss frei. Und dann schaltet er natürlich nach ein paar Sekunden gleich wieder ab. Und so wie er mich wieder erfasst, geht das Ganze wieder retour. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, welche Erfassungsreichweite dieser Sensor hat. Das geht also bis zu 7 Meter. Und in der Bedienungsanleitung ist hier nochmal so eine kleine Tabelle mit drin. Könnt ihr mal kurz auf Stopp drücken. Dort könnt ihr das genau so einstellen auf euren Plagegeist, wie ihr das haben möchtet. Wir haben eine Erfassungsreichweite von 3 Meter bis zu 7 Meter. Und wir haben hier nochmal die Empfindlichkeitseinstellung. Dieser Knopf, der hier hinten drauf ist, dient dafür, die Empfindlichkeit einzustellen, dass das gegenüber von kleinen Tieren vielleicht unempfindlich wird und nur auf größere reagiert. Das könnt ihr mit diesem Knopf hier dann bewerkstelligen. Also der reguliert nicht die Strahlreichweite. Die Strahlreichweite selbst macht ihr hier oben mit dem, da wo Distance draufsteht. Da könnt ihr Max und Min eingeben und je größer ihr das Ganze dann auftritt, umso mehr kommt hier raus und umso weiter ist natürlich euer Strahl. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen hier große Tiere erfassen, bis zu 7 Meter, dann können wir das hier entsprechend einstellen mit Stufe 7 bis 9 hier an dem Regler. Und dann wird hier ein 7 Meter Bereich erfasst. Ihr solltet auch darauf aufpassen, dass ihr das genauso aufbaut, wie es in der Bedienungsanleitung drin steht. Das heißt, 80 cm maximal an Höhe dürft ihr hier haben. Also das, was der überblicken soll. Und dann, wenn ihr das macht, dann sollte das eigentlich funktionieren. Und das probieren wir jetzt mal aus. So, ich habe das Gerät jetzt einmal hier reingesteckt in den Rasen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, nicht, dass das abbricht. Vielleicht erst den Erdspieß reinstecken und dann das Gerät draufschrauben. Das geht eigentlich dann so am besten. Ich habe jetzt auch das Ganze schon mit einem Schlauch gekoppelt und habe so ein bisschen die Richtung ausgepeilt, dass mir nicht gleich alles hier nass regnet. Ich werde jetzt mal in den Erkennungsbereich reinfassen und wir werden mal gucken, was dann passiert. Ich habe den jetzt auch besonders empfindlich gestellt.
So, und ihr seht, ein paar Sekunden läuft das Ganze. Ich zeige es euch nochmal von einer anderen Perspektive. Und das regnet auf jeden Fall schon ein paar Meter weit, also 6, 7 Meter kann das Ganze jetzt hier spritzen. Ich habe das auf jeden Fall so eingestellt, dass das hier fast im Maximum ist. Und ihr habt auch gesehen, das reicht auch hin, um Tiere zu verscheuchen. Die erschrecken sich dann und laufen dann sicherlich auch weg. Ich kann es jetzt nochmal ausprobieren, in den Erfassungsbereich möglichst weit hinten zu kommen. Mal gucken, ob ich nass werde. Jetzt komme ich nochmal von der anderen Seite. Ich hoffe, das kann man sehen auf dem Video. So, kommen wir von hier mal. Und da fängt er dann auch schon an. Also ungefähr 150 Grad sollen das ja dann sein. Und ich war jetzt ungefähr 3 Meter weg von dem Gerät. Und dann könnt ihr euch das in etwa vorstellen, wie das funktioniert. Ja, ihr habt die Tierabwehr jetzt hier im Einsatz gesehen. Das war schon recht beeindruckend. Also man kann das wirklich ganz fein einstellen. Braucht ein bisschen Geduld dabei, auch vom Wasserstrahl, ob der ein bisschen breiter sein soll oder ob der straight seine Wege ziehen soll. Vorne ist so eine kleine Plastikschraube dran. Da könnt ihr das Ganze nochmal genau einstellen, so wie ihr das wirklich haben wollt. Kann natürlich auch so eingestellt werden, dass der wirklich auf der Stelle stehen bleibt. Und dann wirklich nur einen geraden Strahl rausschießt. Das geht auch. Ihr habt gesehen, das Ganze funktioniert so etwa 5 Sekunden lang, dann schaltet er ab. Also vom Wasserverbrauch ist das wirklich minimal. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall Tiere verscheuchen, denn die meisten sind ja dann wirklich wasserscheu. Und selbst wenn sie nicht wasserscheu sind, dann ist es so, dass dieser Überraschungsmoment natürlich recht groß ist für die Tiere und die erstmal die Flucht auf jeden Fall ergreifen werden. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Gerät schon zu Hause habt, ob das bei euch funktioniert. Bei mir muss ich natürlich sagen, wenn ich das jetzt die ganze Zeit angeschlossen haben sollte, dann wäre das für mich so ein bisschen kompliziert. Ich müsste dann den Schlauch immer über den Rasen legen und das möchte ich natürlich nicht. Aber wer da vielleicht irgendwie an einer Stelle mit Tieren Probleme hat, wo sowieso Wasser vorhanden ist, wo er vielleicht nur einen kurzen Schlauch legen muss, wo der nicht stört, da kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und was natürlich auch gut ist, dass man das hier alles nochmal koppeln kann, sodass wir hier auch einen direkten Abnehmer haben, dann zum Schlauch. Wenn ihr ein Hauswasserwerk zum Beispiel zu Hause habt, die schalten ja dann auch ab, wenn kein Druck benötigt wird oder kein Druck entnommen wird. Oder wenn ihr einen ganz normalen Wasserhahn habt, den könnt ihr natürlich auch offen lassen. Ihr solltet dann allerdings von Zeit zu Zeit prüfen, ob das Ganze noch dicht ist. Ich musste das Ganze bei der ersten Inbetriebnahme nochmal auseinandernehmen und dann den Dichtring nochmal richtig hinbiegen. Und dann hat das auch wunderbar funktioniert, wie ihr das eben so gesehen habt. Ja, im Video habt ihr gesehen, der ist natürlich auch angegangen, so wie ich davor war. Wenn ich meine Hand davor gehalten habe, geht das Teil natürlich an. Ist natürlich wie ein ganz normaler Bewegungsmelder auch. Da ist jetzt großartig keine andere Technik mit dabei. Wie das natürlich bei ganz kleinen Tieren ist, kann ich euch nicht sagen. Das kann ich auch nicht testen. Ich kann jetzt nicht die Maus fangen und die dann da durchlaufen lassen. Das möchte ich so nicht machen. Also wir müssen uns damit hier zufrieden geben, wie ich das euch vorgemacht habe. Ansonsten probiert es einfach mal selber aus. Ich freue mich auf eure Kommentare. Die Community ist euch natürlich dann auch immer dankbar, wenn ihr euch da rege austauscht. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es euch auf eine Idee gebracht hat, wenn es euch einfach nur unterhalten hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.